Es ist menschlich von Jesus zu erwarten, dass er sich für unseren Traum interessiert und hier die Dinge gut gestaltet. Also, dass er reinwirkt in unseren Traum und unsere Bedingungen zum Positiven hin verändert, so wie wir das für positiv halten. Aber Jesus ist eigentlich nicht mit unseren Trauminhalten im Prinzip beschäftigt, sondern mit unserem Geist. Die Tatsache, dass wir überhaupt träumen, das ist das Thema. Jesus lädt uns ein, den Traum mit ihm als inneren Führer sozusagen zu verlassen. Und die Frage ist, ob wir das überhaupt verstanden haben und wollen. Die meisten Menschen benutzen Jesus oder auch die geistige Welt vor allem dafür, dass es ihnen besser geht im Traum und dass die Träume schöner werden und besser laufen. Aber die wenigsten haben ein Interesse daran, die Traumwelt an sich zu verlassen. Denn was nützen uns all diese Träume, all diese Dinge, die dann schön laufen, und wir bleiben doch im Traummodus als solchem stecken und finden nicht raus aus dem Kino, aus dem großen Theater. Darum geht es ja eigentlich, dass wir rausfinden, wie er schon biblisch überliefert sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und damit sagt er eigentlich, dein Reich, was du dir da gemacht hast, zurechtgebastelt hast als ein Ersatz für den Himmel, das interessiert mich gar nicht. Darum geht es für mich nicht. Merkst du denn nicht, dass du unter diesem Reich, das du dir gemacht hast, leidest? Und dass das schmerzvoll ist und immer wieder neue Enttäuschungen hervorbringt? Das ist doch die Frage, ob wir da raus wollen an sich. Und den Traum an sich, das Träumen als solches, in Frage stellen. Das interessiert Jesus, ob wir da hinkommen und dahin wollen und sagen, das Träumen an sich ist doch verrückt. Denn es sind Todesträume. Allein der Körper, der geboren wird, bewegt sich ja in Richtung Tod und Ende, mit dem ersten Atemzug schon, hin zum letzten. Und Jesus sieht das ja, dass wir in diesem Schmerz gefangen sind und in dieser Enttäuschung. Und er möchte uns da rausholen und sagen, dass du an sich träumst, ist vielleicht das Problem. Deine Träume, wie die inhaltlich aussehen, das ist überhaupt nicht mein Thema und sollte deins auch nicht sein. Und so geht es um die Kernfrage für uns, wenn wir Jesus wirklich begegnen wollen und Heilsames von ihm empfangen wollen, wollen wir raus aus allen Träumen, aus dem Status oder Modus des Träumens. Dass wir an sich träumen, ist ja schon das Problem. Ob die Träume dann mehr oder weniger glücklich oder unglücklich sind, ist letztlich ziemlich egal. Das ist nicht das Entscheidende. Es geht darum, aufzuwachen. Das ist ja Erwachen, das ist Erleuchtung, dass ich am Ende erkenne, es war alles nur ein Traum. Und ich finde zurück in die Wirklichkeit des reinen Geistes. Ich will zurück zum Vater. Ich habe keine Lust, hier weiter rumzuträumen und ständig mein Gefängnis neu zu dekorieren, mit irgendwelchen Dingen zu verschönern, ja, mit irgendwelchen Verzweiflungsmaßnahmen und hänge dann ständig neue Gardinen vor die Gitterstäbe und zünde Räucherstäbchen an und bleibe letztlich ein Gefangener. Jesus will uns rausholen. Er möchte, dass wir frei werden. Das ist seine innerste Sehnsucht und unsere doch eigentlich auch, wenn wir wirklich tiefer graben und den Schatz im Acker finden, zum geistigen Vorstoßen. Dann ist doch die Frage, wie kann ich ganz in den Geist, in den göttlichen Geist zurückkehren? Das Träumen an sich ist uns Lust, Freude und Schmerz. Es ist in sich schon verrückt, weil es auf einer Fluchtbewegung beruht, auf einer Fluchtbewegung vor dem Urkonflikt, vor der Urschuld, an die wir glauben, als hätten wir das Leben gestohlen von Gott, Gott totgeschlagen und auf diesen Trümmern unsere Existenz errichtet. Wir sind Verzweifelte, wir kämpfen um die Existenz, wir haben Existenzängste, wir arbeiten wie Verrückte und am Ende bleibt nichts.
Am Ende verlieren wir alles mit dem körperlichen Tod, gehen wieder rüber auf eine andere Ebene und träumen weiter, sind immer noch Gefangene und die Schuld treibt uns wieder in eine neue Inkarnation und wir begegnen wieder unseren alten Konfliktpartnern, all den Spiegelungen, all den verrückten Prozessen, die wir immer wieder von Wiederholung zu Wiederholung neu auflegen, wie eine Schallplatte, die einen Riss hat. Und sie spielt immer wieder dieselbe Stelle und dasselbe Lied. Spiel mir das Lied vom Tod. Spiel mir das Lied von der Schuld, von der tiefsten Verzweiflung, von diesem Kampf, mein Kampf. Es ist ein Kampf für jeden und jeder hofft auf den Sieg. Aber über was denn? Gegen wen denn? Es ist ein Kampf gegen Gott. In der Spiegelung, hier im Traum, ein Kampf gegen Menschen, gegen die anderen, die Feinde, die Konkurrenten, die Mitstreiter, wie auch immer. Es ist immer ein Kampf. Und der Kampf an sich als geistiger Modus ist ein kranker, einfach verrückt. Und wir sollten doch endlich die Frage stellen, gibt es ein Sein jenseits des Kämpfens, jenseits der Verzweiflung, jenseits aller Träume? Und Jesus sagt, ja, das gibt es und das kannst du bekommen. Du kannst es jetzt haben. Komm zu mir und komm in meine Welt, in die geistige Welt. Jesus ist nicht bereit, sich in unserer Welt hier zu verankern. Er ruft uns zu sich. Wir können zu ihm gehen. Wir sollten nicht erwarten, dass er zu uns kommt, in unsere Welt und hier das Mobiliar auf der sinkenden Titanic mit uns gemeinsam verschiebt. Das wäre eine verrückte Annahme. Es geht wirklich darum, dass wir zu ihm hin aussteigen, aus unseren Albträumen und um die Heilung unseres Geistes bitten, der immer noch an Schuld glaubt, der immer noch ein Gefangener und Gebundener ist, mit schlechtem Gewissen herumrennt und träumt von besseren Zeiten, mit besseren anderen Menschen, was auch immer da geträumt wird, all die Geschichten projiziert aus der Vergangenheit in die Zukunft wieder neu, von Auflage zu Auflage zu Auflage, immer dieselbe Story. Und wir könnten aussteigen, aber zu ihm hin aussteigen heißt, den Traum verlassen, Schritt für Schritt, und die alten Träume, all das, was da gelaufen ist, in Frage stellen und erkennen, es hat sich nicht gerechnet. Es ist aussichtslos. Wenn ich merke, dass es sich nicht rechnet, kann ich doch Abschied nehmen. Fällt es uns dann so schwer, immer noch? Erwarten wir immer noch ein Wunder innerhalb des Traums, dass sich unser Traum schöner und besser und perfekter gestaltet? Das wirkliche Wunder in der Geistesschulung ist unsere Heilung, die Heilung unseres Geistes, dass wir Abschied nehmen von allen Träumen und das Bedürfnis an ihnen aufgeben, es loslassen und etwas viel Größeres dafür bekommen, den höchsten Frieden, die höchste Klarheit, Geistesfrieden in Gott und am Ende die Liebe. Sie kann nur im Geist sein. Wir kennen nur besondere Liebesbeziehungen, besondere Liebes- und Hassbeziehungen in der Egomanie des weltlichen Denkens und Fühlens. Das Ego, die Idee der Trennung. Die wirkliche Liebe ist im Geist. In der Welt ist sie nicht zu finden. Ich will aufhören zu träumen. Ich will alle Träume loslassen. Und dass wir ihre Bedeutungslosigkeit erkennen, ist ein erster Schritt. Dass wir die Übungen, die 365 Lektionen, so gut wir können, sauber durchziehen, ist ein weiterer Schritt. Und er hilft uns, klar zu werden. Er wird uns herausfordern. Wir werden es nicht wollen. Wir werden auch an gewissen Dingen festhalten, bis wir merken, es ist ein verrückter Weg, an den Dingen der Welt festzuhalten, wenn ich viel Größeres bekommen kann im Geist. Frieden, Gelassenheit, frei sein von Angst, von jeglicher Angst, völlig frei zu sein. Das ist eine große Gabe. Ich will sie. Ich will sie mehr als alles andere.
Und trotzdem leben wir hier noch und tun normale Dinge. Das darf alles sein, aber sie haben eine andere Bedeutung. Und wir kleben nicht mehr an ihnen. Wir können sie im nächsten Augenblick loslassen, wenn wir sie innerlich schon losgelassen haben. Könnten wir sie auch in einer formalen Bewegung, und die mag abgefragt werden in dieser Welt, können wir sie loslassen, all die Dinge. Es ist nicht wichtig. Ich will nur Frieden. Ich will nur Heilung. Jesus interessiert sich für unseren Geist, dass wir überhaupt auf die verrückte Wahnidee eingegangen sind, dass wir überhaupt träumen wollen und uns in Träume flüchten aufgrund dieses Urschuldkonflikts. Das interessiert ihn. Und da will er uns leiten und führen, dass wir eine neue Entscheidung treffen für den reinen Geist und nicht für all die Bilder, all die Gefühle, all die Gedanken, die uns mit Illusionen gleichsetzen und verbinden. Wir dürfen Abschied nehmen von all den Träumen. Wir haben sie so oft geträumt. Es hat letztlich nichts gebracht. Wenn ich mir so ein Leben anschaue, auch das Leben berühmter Leute oder bekannter Menschen, neulich mal Boris Becker, die Tennislegende, dreimal Wimbledon, Connecticut, der American Open oder wie das Ding heißt da, alles gewonnen und heute humpelt er durch die Gegend, gibt noch ein paar Kommentare zum Tennis und sucht auch, sucht nach etwas anderem. Was soll's? Das, was war, ist vorbei und es darf vorbei sein. Es darf vergessen werden, nicht dran festhalten, loslassen, um frei zu sein für das Größere, die Wirklichkeit des reinen Geistes. Man kann nicht beides haben, die Wirklichkeit des reinen Geistes und die Träume der Welt, der Illusionswelt und in ihnen schwelgen, beides geht nicht. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Es wird nicht gehen, man kann nicht zwei Herren dienen. Wir müssen uns entscheiden. Es ist eine Entscheidung. Und jeder trifft sie für sich, täglich neu. Sie wird abgefragt. Natürlich muss die Aussage, Jesus interessiert sich nicht für unseren Traum, ein wenig differenzierter angeschaut werden. Jesus ist ein guter Pädagoge. Er arbeitet mit dem, was wir ihm bieten, unseren Traum. Anders kann es ja nicht gehen. Und er geht mit uns durch diese Traumwelten hindurch und wir sind gut beraten, seine Hand zu ergreifen und eng in Kontakt mit ihm zu bleiben. Er will alles mit uns gemeinsam anschauen und neu taxieren sozusagen, auf seinen Inhalt hin überprüfen. Was ist daran wirklich geistig? Was ist Liebe? Wo ist sie zu finden in all dem, was wir erlebt haben? Hier und da, vielleicht ein paar Funken, ein paar Lichtstrahlen. Und sie sind wahrlich nie verloren. Sie werden aufbewahrt. Das ist nie umsonst. Aber Jesus braucht insofern hier das Klassenzimmer zum Abholen, denn anders kann es nicht gehen. Um einen praktischen Weg zu gehen, brauchen wir das konkrete Leben. Und die Illusionswelt kann in diesem Sinne umgepolt werden und einem neuen Zwecke zugeführt werden. Und dieser Zweck heißt Heilung. Dieser Zweck heißt Vergebung und langsames sich lösen von den Illusionen, dass wir nicht mehr in ihnen schwelgen und darin abheben und am Ende vergessen, wer wir in Wahrheit sind, sondern dass wir dahin finden zu erkennen, ich bin Geist, ich bin kein Körper und ich will in diesen Geist, ich will mich tief im Herzen mit der geistigen Welt verbinden. Und in dem Moment, wo dieser Wunsch auftaucht, kann das Klassenzimmer sinnvoll genutzt werden. Wir stellen alles zur Verfügung. Wir stellen alles auf den Prüfstand und das ist sinnvoll. Das ist gut so. Das heißt nicht, dass man nicht mehr normal lebt. Wir leben normal, wir ergreifen Dinge, um sie am Ende wieder loszulassen. Wir haben Projekte, wir tun etwas, wir haben mit Menschen zu tun. Es sind menschliche Begegnungen, es geht um Vergebung. Es geht immer wieder um Heilung.
Diesem Zwecke können wir die ganze Welt, unser Leben hier unterstellen. Das macht Sinn. Da geht es dann konkret weiter. Und auch zur Sache, da sind wir Geforderte. Da ist es manchmal sehr anstrengend und sehr mühsam. Aber das darf sein. Da gehen wir durch. Und es wird zunehmend leichter, je mehr wir immer wieder auf den Kern kommen. Ich will zurück in den Geist. Ich will alle Träume loslassen. Ich will alle Träume überwinden und Frieden finden in Gott. Das ist doch der Punkt. Und dafür braucht es immer noch den alten Zug, den Zug der Illusionswelt, der langsam ausläuft. Und wir steigen um in den anderen Zug, den Zug der Wirklichkeit des reinen Geistes Gottes. Und wir steigen um, langsam, Schritt für Schritt, gehen wir immer weiter rüber. Wir pendeln, natürlich pendeln wir, auch wir gehen wir immer wieder mal noch ins Ego, fallen zurück in alte Muster, werden emotional, verstricken uns nochmal, aber dann merken wir es. Und dann steigen wir wieder aus und erteilen dem Ego eine Absage. Ich mache da nicht mehr mit. Es ist genug. Ich will nur Frieden. Ich will nur Heilung. Ich bleibe dran. So wird der Weg praktisch gegangen. Aber Jesus will nur eins, dass wir aufwachen aus allen Träumen und in der Wirklichkeit des reinen Geistes mit ihm vereint, in Gott, eins sind.